Hallihallo und herzlich willkommen hier bei ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren neuen OMSI 2-Folge hier auf dem Kanal mit einem neuen DLC, und zwar die MAN Standardbusse 2. Den gucken wir uns heute mal so ein bisschen an. Das Ganze kommt von Christian Rolle, wird published von Aerosoft. Wir gehen mal so ein bisschen mit der Kamera schon mal so ein bisschen rum, während ich hier so ein bisschen erzähle. Ihr guckt euch mal so ein bisschen die Qualität an. Insgesamt kommt das Ganze hier mit drei verschiedenen Fahrzeugtypen daher, unter anderem den Gelenkbus, den wir jetzt hier aktuell sehen. Es gibt einen Solobus selbstverständlich und wir haben ja noch einen Überlandbus mit dabei. Jeweils natürlich mit seiner eigenen Konfiguration und so weiter. Ja, und ihr seht halt, wie großartig das Ganze hier gearbeitet ist. Also das ist ja so meine Zeit noch. Ja. Damals bin ich damit noch zur Schule gefahren. Ja, so mit den Bussen hier noch. Also von daher alles richtig. Wenn wir uns mal das Ganze mal hier so ein bisschen innen angucken, ja, guckt euch das an. Ja, das ist super nostalgisch und da klingelt es bei mir. Ja, das sind halt, ich kenne diese Dinger in- und auswendig. Das ist absolut großartig. Also ich muss wirklich sagen, also sehr, sehr sauber auch gearbeitet. Wir haben uns das Ganze natürlich hier schon ein bisschen angeguckt. Und hier habe ich zum Beispiel irgendeinen Kasten gesehen irgendwo. Der ist hier. Der sieht super detailreich aus, wenn wir uns das, ne? Also das ist halt schon, guckt euch das an. Das siehst du nicht. Das ist irgendwo unter einer Sitzbank, ja. Einfach nur mal, um zu zeigen, ne? Dass das jetzt halt nicht einfach nur so, ne, hier, zack, fertig. Nee. Also das ist halt wirklich richtig super ausgearbeitet. Ja, wir haben natürlich die Möglichkeiten, hier soweit alles zu öffnen, ne, so wie wir das Ganze hier möchten. Hier vorne können wir auch die Fahrertür öffnen. Wir können ja mit allem hier rumspielen, was hier eigentlich ist. Schade finde ich natürlich, wir können hier draußen die keine Klappen öffnen oder sonst irgendwie was. Ne? Das, naja, ist okay. Aber fände ich natürlich immer ein bisschen cooler. Aber ja, ist jetzt natürlich jetzt kein Kriterium, um das jetzt so schlecht zu reden oder sonst irgendwas. Ja, aber wie gesagt, von der Qualität her muss ich ganz ehrlich sagen, absolut schick. Ja, es gibt auch verschiedenste Repaints und so weiter, ne, die wirklich toll aussehen. Gerade der Vorführwagen. Ich habe das mal jetzt aber erstmal weggelassen, weil ich glaube, wenn das so nackig weiß ist, dann sieht man die Qualität einfach, ja, dass die Texturen halt wirklich gestochen scharf sind. Ja, sieht man dadurch einfach ein Tick besser. So, im Dashboard angekommen. Klar, hier können wir auch alles machen, ne? Wer hätte es gedacht. Erwartet man heute von einem DLC. Zack, hier Türen auf und zu geht natürlich auch. Und sonst hier das Dashboard. Ich glaube, habe ich den Preis schon gesagt. Ich glaube, so ein Kostenpunkt um die 15, 20 Euro ist meiner Meinung nach absolut okay für den Preis. Also wir haben ja hier DLCs hier bei OMSI, wo man wirklich sagen kann, das ist einfach nur ein Update von einem anderen DLC und die wollen dafür locker mal 20, 30 Euro haben oder 25 Euro, keine Ahnung. Das ist schon ein bisschen frech, aber das ist wirklich halt, ja, wer es halt nostalgisch mag, ne? Für den sollte der DLC halt absolut richtig sein. Also für meine Wenigkeit, weißt du, ich bin alt. So, ich stecke mal das Fahrermodul mal hier ein. Ich hoffe, ihr habt jetzt diesmal einen Ton, weil ich habe das gerade schon mal aufgenommen ohne Ton. Ja, das sieht gut aus. Ton nimmt er diesmal. Das ist immer toll, ja, wenn immer irgendwelche Updates kommen und er verstellt einfach alles. Großartig. So, jetzt seht ihr das Fahrermenü gleich, ja, wo wir dann hier diese ganzen Sachen hier einstellen können. Und wenn wir hier uns mal so ein bisschen raufgucken, sehen wir hier Pause, Test DR, Storno, Razzia, Service, aber auch Module, CTI. Und genau dieses Menü ist für uns jetzt wichtig. Ladefahrzeugkonfiguration. Und da sehen wir es jetzt. Hier haben wir natürlich die Möglichkeiten, jetzt alles soweit uns nochmal ein bisschen zu, ja, selbst zu konfigurieren, wie wir das haben möchten. Wie unter anderem Nebelscheinwerfer, Innenanzeiger, die Radkappen vorne und hinten. Wir haben MAN-Logo, Kennzeichentyp, Zielanzeiger, Fahrerseite, Zielanzeigertyp, Retardertyp, Türtyp vorne und so weiter und so fort, Entwerter, Auspuff, Türöffnertyp, Schmutzfänger, Motortyp, LVA, Drehzahlmesser. Das kann man am besten mal so ein bisschen zeigen. Wir sehen jetzt hier aktuell den Drehzahlmesser hier. Und wenn wir jetzt das hier alles bestätigen, ne, dann seht ihr, dass das Ganze hier sich verändert. Auch schön. Zum Beispiel, wenn wir uns hier den Türtyp vorne anschauen. Ihr seht, das ist jetzt nur zur Hälfte verglast hier, ne? Also teilverglaste Tür.
Und wenn wir jetzt hier einstellen, vollverglaste Tür. Achso, das war jetzt das war eine Mitte. Das ist jetzt, ne, sehen wir. Also wir können hier an sich schon im Spiel selber, wenn wir in OMSI sind, den Bus schon selbst konfigurieren, nochmal, wie wir das Ganze so ein bisschen wollen. Spannend fand ich hier zum Beispiel auch die Zielanzeiger-Typ. Ja, so sieht es ja aus. Dazu sollte ich aber erstmal vielleicht was schildern. Das wäre vielleicht sinnvoll. 625, Route 1, zack, Postviertel. Ja, wenn wir jetzt hier zum Beispiel sagen, wir wollen jetzt hier dieses Anax haben zum Beispiel, dann seht ihr, wie das Ganze sich hier umbaut hier, ne? Und sich jetzt praktisch wieder neu konfiguriert. Ja, und das ist halt einfach ziemlich cool gemacht, dass wir das halt, ja, in OMSI einfach direkt machen können, ohne dass wir irgendwas da irgendwo im Notepad irgendwas eintippen müssen oder irgendeine Mod installieren müssen oder so. Das wird halt alles schon instant halt einfach mitgeliefert. Hier zum Beispiel haben wir auch die Nebelscheinwerfer. Dann können wir jetzt hier einstellen, aktivieren. Und jetzt seht ihr hier unten, jetzt sind die Nebelscheinwerfer da. MAN-Logo fehlt. Ne? Da können wir jetzt dann zum Beispiel hier MAN-Logo. Ja, da können wir jetzt hier sagen, zum Beispiel MAN-Logo. Zack, ist das MAN-Logo da. Und so könnt ihr euch das Ganze halt einfach fertig konfigurieren, wie ihr das möchtet. Ich hatte gerade mal Schmutzfinger. Was ist Werberahmen? Ich habe mir natürlich auch nicht alles angeguckt. Machen wir mal Werberahmen aktivieren. Was soll's? Schmutzfinger. Schmutzfänger hinten. Joa, mach mal. Schmutzfänger hinten müsste hier unten sein, oder? Ja, genau, da unten. Hier. Ja, es könnte auch ein Staubsauger, also so Kehrmaschine sein, ne? Ja, jetzt, ne, das ist halt, könnt ihr euch jetzt alles dann halt individuell dann praktisch hier zusammenbauen. Hier wird ganz viel Werbung von der Urbino Stadtbusfamilie gemacht. Ja, gut. Wenn man Fan von ist. Dann soll es so sein. Ja, sonst hier soweit alles schicki. Wir starten mal den Motor, denn wir wollen uns ja auch mal ein bisschen den Sound anhören. Das war nämlich wichtig gewesen, wo ich das da zuvor aufgenommen habe. Das ist schön, wenn man einen Sound aufnehmen möchte, aber es ist kein Sound da. So, jetzt müssen wir mal kurz warten. Da muss erstmal ein bisschen Druckluft aufbauen hier, der Kollege. Deswegen warten wir mal noch entspannt. Wir machen mal, aber hier ist soweit alles mal alles zu. Weil das ist ja halt schon. So, zack, haben wir zugemacht. Zack. Wir brauchen den Sound. Sound ist wichtig. So. Wird alles zugemacht hier. Ja, hier oben sehen wir zum Beispiel auch, ne, das Wagen hält. Ne? Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel das Ganze dann jetzt einfach nochmal hier, bis der da sowieso da den Druckluft aufgebaut hat. So, links aktiviert, rechts aktiviert. Nee, das wollten wir nicht. Hier, Entwerter, fand ich auch ziemlich cool. Könnt ihr hier den aus Rüssendorf oder den von Elgeber nehmen? Oh, Elgeber, zack. Da haben wir ihn. Es ist schon cool gemacht. Also, wie gesagt, wenn Busse meiner Meinung nach heute sowas nicht mehr haben, ja, dann ist es natürlich schon. Okay, Drehzahlmesser ist ja nicht belegt. Ja, und so sind wir am Ende. Türtyp, Retardertyp, Kennzeichentyp, Radkappen, Nebelschein. Erst durch hier die Innenanzeige. Genau, haben wir Stoppanzeige. Können jetzt auch zum Beispiel hier Anzeigetyp VFD nehmen. Ah, sehen wir dann hier zum Beispiel, dann, wie sich das Ganze denn hier schon irgendwie alles hier verändert. Also, das ist schon, ja, schon ziemlich cool gemacht eigentlich. Ach, guck mal hier oben, ja, hier diesen Linienverlauf. Ist ja auch nett. Okay, das ist auch cool. So, ich glaube, wir müssten soweit sein. Deswegen, ich stelle mich mal stumm. Ihr hört euch mal den Sound von dem Bus an, würde ich sagen. Von daher. Staatsdorfer Straße.
Ja, soweit also dazu. Soundmäßig habt ihr gehört. Ja, also der geht schon gut ab, muss man mal sagen. Also vom Sound her, wenn man sich wirklich mal sich darauf konzentriert, ja, und wirklich mal hinhört, das klingt schon echt nice. Also ich muss ganz ehrlich sagen, gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, wir sind hier übrigens, ihr seht ja, Postviertel, ne, auf der 625, mittlerweile ja meine Heimat. Von daher, ich nehme die jetzt sehr gerne jetzt als Teststrecke, ja. Wundert euch jetzt nicht, weil das hier hat man auch so ein bisschen, das ist ein bisschen was anderes noch als hier dieses Runddorf und weiß ja gar nicht was. Aber zum, wie gesagt, DLC, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir richtig gut. Wie gesagt, es ist halt die Frage der Fragen halt, wie immer, braucht man den DLC, braucht man nicht. Wenn man natürlich auf ältere Fahrzeuge sieht, ist ein absolutes Pflichtprogramm. Ja, wenn man zum Beispiel jetzt, jetzt nur den neuesten Scheiß fahren will, na, dann wahrscheinlich nicht, ne? Macht natürlich Sinn. Vom Preis her muss ich natürlich sagen, absolut gerechtfertigt. Ja? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass wir halt ja nicht nur einen Bus bekommen, ja, sondern wirklich hier drei verschiedene Fahrzeugtypen, Solo, Gelenk und Überlandbus. Überland halt auch immer ein bisschen schwierig, ne? Gibt nicht so viele Busse. Von daher auch ziemlich cool, dass man da halt ein bisschen dran gedacht hat. Und wie gesagt, für mich natürlich persönlich ist meine Zeit, ja, war meine Jugend hier drinne im Bus. Von daher, ja, für mich ein Nostalgiefaktor, den ich ganz klar sagen muss. Und sonst, wie gesagt, halt super sauber gearbeitet. Deswegen, ja. Was gibt's noch zu sagen? Ich finde ihn klasse. Ich kann ihn tatsächlich nur empfehlen. Ja, also, wenn ihr wirklich dann halt Bock auf mal schön einmal entweder habt, ja, dann, ja, schlag zu. Ja, dann es gibt so viele DLCs mittlerweile von OMSI, das ist ja Wahnsinn. Ich muss die jetzt alle abarbeiten. Werden wir uns bestimmt mal den einen oder anderen DLC angucken und ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Ich glaube, wir sind hiermit eigentlich schon ganz gut aufgestellt mit dem MAN, mit dem Standardbus. Und von daher, wie gesagt, absolute Kaufempfehlung. Ja, muss ich sagen. Die Werbung, die hier drin hängt, würde ich jetzt nicht sagen, Kaufempfehlung. Von daher, ja, wie gesagt. Okay, hier, der DLC, der geht durch. Gibt einen Daumen nach oben dafür. Ich finde ihn klasse. Wie gesagt, schon alleine der Nostalgiefaktor bei mir. Soundtechnisch großartig. Habe jetzt auch ein Update, wo der ganze Bus nochmal so ein bisschen performanter gemacht wurde. Ja, dass er nicht mehr. Hat man in den Shorts gehabt. Ja, da einfach mal reindinsen. Und ja, verabschiede ich mich auf jeden Fall. Bedanke mich, dass ihr dabei wart. Wenn euch der DLC gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und seid ihr damit selber schon unterwegs? Wie gesagt. Alles in die Kommentare posten. Ich würde mich freuen. Wir schauen uns jetzt den nächsten DLC an und ich bin gespannt, wie ihr diesen finden werdet. Und von daher sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.